Ja, vielen Dank nochmal den Impulsgebenden. Das war spannend, voller Inhalte von Stefan Förster, von Andreas Spengler und Diana Elsner und Lene. Und ja, Lene und Dennis haben sich zu uns gesellt. Ihr kommt mitten aus der Praxis auch. Was ist denn von den Impulsvorträgen bei euch hängen geblieben? Was hat euch besonders beeindruckt? Was war besonders markant? Ich habe sehr viele Dinge aus dem Video gesehen, die ich produziert habe. Das ist ganz lustig. Sehr, sehr viele Sendungen, auch das Games TV-Format, was wir gerade mit dem Mediatop gemacht haben, mit der Stadtbibliothek Rostock. Also auch ein Trickfilm, den ich im Studio gemacht habe, war gerade auch dabei. Das hat man grad, weiß man natürlich nicht. Und ich saß beim Kindermedienfest, ich weiß gar nicht, wo es war, als ich in der Schule war oder so, und habe dafür eine Radiostation damals konzipiert. Das war auch meine Abschlussarbeit fürs Studium, mein Projekt, mein Abschlussprojekt, und das lief sehr, sehr lange. Das hat auch so ein bisschen was zu tun, dass ich vorher bei Radio Tonkuhle in Hildesheim, bevor ich studiert habe, in Merseburg gearbeitet habe. Also hatte schon medienpädagogische bzw. Bürgermedienerfahrung, und deswegen kannte ich das, was dort so passiert. Also an zahlreichen Stellen hier wiedererkannt. Lene, wie ist es bei dir? Ich glaube, einmal so die Vielfalt, wie viele Bürgerkanäle es dann doch gibt. Ich habe ja bei Alex Berlin als Werkstudentin gearbeitet, und ja, irgendwie konzentriert man sich dann doch nur auf seinen kleinen Kreis. Vor allem habe ich jetzt aber doch mal gelernt, wo ich denn da überhaupt 2 Jahre lang so gearbeitet habe und woher das denn alles so herkommt. Danke, Herr Förster. Was der offene Kanal eigentlich mal war, was da mal vorher gemacht wurde, bevor es Alex Berlin war. Ja, Bürgermedien sind auch aus eigener Erfahrung ja immer Räume auch zum Ausprobieren, sind Kreativräume. Das ist unser Riesenvorteil. Das haben wir von Ihnen, von dir, Diana, auch gehört und gesehen. Es ist eigentlich auch lebenslanges Lernen irgendwo, wenn man mit Medien umgeht, mit Digitalisierung, immer mehr Transformation. Wie erlebt ihr diese Räume? Wie nutzt ihr sie? Was ist besonders unvergessen geblieben, auch in dieser Transformation bisher? Also vor allem die Kooperation. Das ist, ich glaube, gut, ich bin aus der Generik der Bürgermedien sozusagen entstanden, auch als Medienpädagoge. Sie haben mich so ein bisschen geprägt, um das überhaupt zu studieren. Ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht bei Radio Tonkuhle zum Mediengestalter Bild und Ton, und habe dort schon mit Kindern und Jugendlichen Radio gemacht, also auch Schülerradio. Und diese Kooperation, diese Möglichkeiten, die es mit den Bürgermedien mit, ist da mega spannend. Und auch jetzt in meiner jetzigen Arbeit ist das extrem wichtig und so ein toller Partner, um Projekte zu machen. Und bei dir? Ich glaube, für mich war das vor allem ein viel Ausprobieren im geschützten Raum und vor allem auch erstmal erste Erfahrungen sammeln mit den Medien und vor allem die Medien selbst machen. Und dadurch, dass ich als Werkstudentin viel vor allem mit TV-Sendungen und auch Social Media irgendwie beschäftigt war, war es da eben viel ausprobieren, viel lernen und natürlich auch viel mitnehmen für, naja, wenn man jetzt mal so eine Fernsehsendung sieht, sieht man dann eben, wo die Schnitte gesetzt wurden und wo vielleicht, wie es vielleicht gerade in der Regie aussieht, im Hintergrund, und was da für Chaos stattfindet oder sowas. Ja, gab es eine ganz spezielle Erinnerung oder gibt es die noch an einem bestimmten Moment, den man nie vergisst im Kreativraum? Also ich glaube, dadurch, dass wir bei Alex auch so größere Veranstaltungen wie den Karneval der Kulturen und den CSD begleitet haben, das sind immer so die großen Highlights, die dann so in Erinnerung bleiben, wenn man dann da mit einem relativ kleinen Team an der Seite steht und das Ganze begleitet. Und es war aber vor allem immer, ja, so die Zusammenarbeit, die, wie gesagt, immer so ein geplantes Chaos war, aber ein geplantes Chaos mit einem meistens guten Ausgang. Ja. Und eventuell, wenn man das erste Mal dann auf Sendung geht, tatsächlich. Ja, Ja. das bleibt immer im Kopf, wenn man das erstmal auf Sendung geht. All das, was ihr schildert, ganz kurz die Frage noch, habt ihr sowas in der Schulzeit schon vermisst? Ist das eigentlich nicht schon für die Schule längst denkbar? Inzwischen sowieso? Die Frage ist gut. Also ich habe ja selber Radio gelernt dort bei Radio Tonkuhle und habe ja mit Schülern selber auch Radio gemacht, mit Lehrkräften zusammen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was alles für Möglichkeiten existieren, um überhaupt selber Sendungen, Filme, Radiobeiträge und Co. zu machen. Ich glaube, man muss
eine gute Basis auch in der Stadtgesellschaft haben, wo man vor Ort ist, um dann sozusagen Kooperationen dann zu machen. Und ich habe immer gemerkt, also ich kam selber, wäre so sehr niemals nie auf die Idee gekommen, Medienpädagogik am Anfang zu studieren. Also ich wollte eigentlich nur im technischen Bereich bleiben und eigentlich gar nichts mit Pädagogik machen. Das war gar nicht die Idee. Aber es ist für Schüler, glaube ich, nicht ganz so einfach immer zu verstehen. Es ist, selbst Studierende wissen gar nicht, was alles man in den Bürgermedien alles stattfindet. Also von daher muss man dann auch sehr, sehr viel Aufbauarbeit leisten, um das so ein bisschen zu vermitteln an die Leute. Ja, aber Folgerung daraus müsste es im Schulsystem nicht direkt ja, überhaupt Medienpädagogen, Medienfächer werden geben. Es ist ja immer wieder Forderung an unser Schulsystem. Wir kommen gleich mit unseren Impulsgebenden nochmal drauf. Genau, also das merke ich auch. Also selbst die Nachfrage ist höher als das Angebot. Also das merke ich auch hier in Rostock bei den Schulen. Wir können gar nicht all das leisten, was sie wollen. Und deswegen sind so Kooperationen auch mit Bürgermedien immer ganz gut. Hast du das in der Schulzeit vermisst? Also direkt in den Schulfächern, Ja, absolut. Ich wäre schon glücklich die es ja nicht gewesen. gibt. Ich wäre schon glücklich gewesen, wenn es überhaupt Ja. WLAN an der Schule gegeben hätte, ehrlich gesagt. Also meine Schulzeit ist ein bisschen her, aber jetzt auch noch nicht ganz so lange. Also ich hatte schon ein Smartphone in der Tasche, als ich ein Abitur gemacht habe, so ungefähr. Und es zog sich aber trotzdem eine gelbe Linie um das Schulgelände und innerhalb dieser gelben Linie durfte das Handy nicht benutzt werden. Ja. Das war so der Stand. Insofern, ja, ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht. Umso mehr war dann, glaube ich, auch so der Kulturclash, als ich habe in der 10. Klasse, also vor 10 Jahren, ein Auslandsjahr in Norwegen gemacht, wo die iPads einfach im Unterricht genutzt wurden und einfach Bestandteil waren. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann, wie gesagt, die gelbe Linie. Ja, Okay. genau. Ja. Stichwort Medienfächer. Herr Fasko hat gerade gesagt, es gibt's doch. Herr Fasko. Ja, nur vielleicht die Information, manche werden es wissen. Wir haben in diesem Jahr, wir haben schon seit 2001, glaube ich, den fächerübergreifenden Kurs Medienkunde und wir haben mit Medienpass etc. Aber wir haben seit diesem Jahr und schon länger ausprobiert an, glaube ich, 20 Schulen in Thüringen, aber jetzt seit diesem Jahr verbindlich, das Fach Medienbildung und Informatik. Es geht in der 5. Klasse los, geht jetzt weiter. Also da ist schon noch, da gibt es auch in anderen, hier sind ja in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es ja auch, ich glaube, es das heißt dort Informatik und Medienbildung. Ich glaube, mit dem Schwerpunkt eher auf die Technik, aber das kann falsch sein. Bei uns ist es zumindest so, dass wir uns bemühen, als Landesmedienanstalt, dass der Schwerpunkt auf dem Thema Bild, Medienbildung ist. Gerade in dieser neuen Welt muss man sich da, haben wir ja gerade gehört, wirklich aufstellen. Also es ja, danke. Aber es ist halt länderspezifisch, länderunterschiedlich. Was sagen unsere Fachleute, Medienpädagogen aus der Praxis, aus der Wissenschaft? Wie ist das so mit dem Schulsystem und Medienpädagogik und Medienfächern? Herr Spengler, das ist ein weites Feld. Wir müssen uns trotzdem kurz halten. Eine ganz komplexe, ganz, ganz kurze Antwort. Naja, Schule neu denken wäre ein cooler Ansatz. Und die Möglichkeiten, die gegeben sind, mir ist gerade auch noch eingefallen, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke. Bei mir war es revolutionär in einem Fach, wo ich richtig, richtig schlecht war, Ende der 90er mir fürs Referat die Infos aus dem Internet zu holen. Und konnte dann richtig rocken. Das ist immer heute ja auch vor anderen Herausforderungen. Um noch ein bisschen zu ergänzen, ist für mich das Zentrale, was ich beim Kurzimpuls auch deutlich machen wollte, eben vor allem nicht nur die technischen Aspekte zu fokussieren, sondern die medienkulturellen Aspekte und damit auch die Bildungsaspekte verstärkt in den Fokus zu rücken. Und das ist ja was, was man im Endeffekt seit den 70ern diskutieren. Ich werde auch nicht müde, darauf hinzuweisen, hat übrigens Bernd Schörb in dem Vortrag auch gemacht, nochmal darauf hinzuweisen, die Medienkompetenz kommt von der kommunikativen Kompetenz. Und da geht es um Demokratiebildung, um Zusammenarbeiten und Medien da als Werkzeuge zu verstehen. Das sehe ich als das zentrale Moment. Ich glaube, am Ende ist es auch das, was Herr Fasko gerade schon gesagt hat. Es kommt sehr darauf an, wie die Bundesländer selber auch zu diesem Thema stehen, wie auch die Kooperationspartner, die Ministerien, die Vereine, die Verbände, die mitwirken, da auch engagiert sind.
Thüringen, aber auch Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern waren ja Bundesländer, die sehr früh auch Kooperationsvereinbarungen geschlossen haben, und zwar sehr breite Kooperationsvereinbarungen, nicht nur mit dem Bildungsministerium, sondern auch mit Staatskanzleien, Sozialministerien, um auch die Bandbreite von Medienkompetenz abzudecken, also auch die Senioren fit fürs Internet zu machen, also die gesamte thematische Palette über die Schulen hinaus auch anzusprechen, die Freizeitgestaltung der Jugendlichen, Gefahren des Internets, Chancen und Risiken, diese ganze Bandbreite. Und da könnten natürlich viele Bundesländer noch nachziehen. Also die drei genannten Länder sind, glaube ich, da immer noch heute Schrittgeber auch mit den Vereinbarungen. Die werden mit Leben gefüllt und noch umgesetzt. Aber ich glaube, die Anzahl der Kooperationspartner, nicht sozusagen quantitativ, aber doch um die Bandbreite abzudecken, ist schon notwendig und erforderlich, auch um in der Fläche zu wirken. Gerade in Flächenländern ist es ja notwendig, auf dem Land auch präsent zu sein. Wir haben ja gerade im Ostteil des Landes oftmals sehr kleinteilige Strukturen. Da sind schon Städte wie Rostock, Erfurt, Magdeburg, Halle mit gut 200.000 Einwohnern, 240.000 maximal, sind schon sehr große Städte. Von Leipzig und Dresden mal abgesehen, sind das schon wirklich große Ballungszentren. Aber neben diesen Städten ist natürlich in der Fläche, Thüringen ist ja auch ein Flächenland, Angebote vorzuhalten, damit auch die Flächen nicht abgehängt werden, die ländlichen Regionen nicht abgehängt werden. Und das geht nur mit guten Kooperationsangeboten auch. Ich würde nur einen Satz dazu sagen, die Kooperationen sind sehr wichtig, aber ich aus der Praxis sage, es fehlt auch ganz oft das Geld. Das ist natürlich toll, wir sind in den Schulen unterwegs, wir sind mit Vereinen und wir sind, also Kooperation funktioniert, aber wenn jeder hofft, dass es eben geht, wenn man einfach nur kooperiert und jeder irgendwie sein Know-how mitbringt, ohne dass es noch irgendwie Geld für das Ganze gibt, kann es auf Dauer einfach nicht funktionieren. Also wir powern uns alle aus, wir machen das gerne und es ist irgendwie toll. Aber das Wichtige ist, dass endlich verstanden wird, dass ob in Schule oder außerschulisch, dass das Ganze finanziert sein muss. Ja. Wie ist Medienpädagogik generell in unserem System bewertet? Gestern Abend auch zur Preisverleihung gab es so ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Da gab es die Aussage, international stehen wir da ganz gut da. Und dann zum Schluss aber auch, ne, wir müssen das viel mehr fördern. Ist Medienpädagogik in unserem System, Diana, noch unterbewertet? Du hast es gerade angedeutet. Klar, es hängt am Geld. Aber für mehr Geld ist doch immer dann auch irgendwo mehr Verständnis, hast du angedeutet, und auch politischer Wille notwendig. Wie siehst du das? Na, ich glaube, mit Worten sind da viele groß da, dass es total wichtig ist. Wir sehen das vom Kita-Alter an. Die Kids haben bereits irgendwie Erfahrung, ein Smartphone zu nutzen oder kriegen es irgendwie hingelegt. Aber das Bewusstsein, dass das einfach ja gut unterfüttert sein muss, dass diese Bildung entlang der Lebenskette auch tatsächlich finanziert sein muss, sinnvollerweise eben ab der Kita bis ins hohe Alter. Ich glaube, im Bewusstsein einiger ist es da, aber der Entscheidungstragenden vielleicht eben, das sind andere Sachen dann doch immer wieder, die irgendwie eher in Fokus kommen und irgendwie hat man ja das Gefühl, jeder kann doch irgendwie damit umgehen und der eine kann es dem anderen doch erklären, wie es geht. Also ich glaube, so die richtige Herausforderung, dass das ein Bildungspart ist, der da wirklich bewusst einfach angegangen werden muss, ist wahrscheinlich nicht wirklich da. Ja, den Bogen müssen wir noch mehr spannen, auf jeden Fall. Herr Spengler, wie kunstvoll musste Medienpädagogik gerade in bewegter Transformation sein? Das war ja auch eins Ihrer Schwerpunkte im Vortrag. Was heißt kunstvoll? Was sind da die Herausforderungen für die Zukunft? Sehr spannende Frage. Ich versuche mich kurz zu halten. Da fällt mir ganz viel ein. Ich gehe ganz, ganz weit zurück. Das hängt vielleicht dann auch ein bisschen mit der Bewertung der Medienpädagogik oder der Pädagogik und der Wert, den man dem Bildungssystem in Gänze zuspricht, zusammen. Das eigentlich Interessante, was durch mitunter auch medientechnologische Entwicklungen in meiner Perspektive zu kurz kommt, ist, man braucht sich es nur begriffsgeschichtlich anschauen. Wenn ich die Pädagogik als Pädagogik der Technik betrachte, dann heißt es ja das Kunsthandwerk, ich übersetze jetzt mal falsch, der Erziehung. Und dieses Kunsthandwerk ist aber nichts, für das es klare Regeln gibt, die immer einsetzbar sind oder Rezepte, sondern es bedeutet, Regeln zu kennen, damit auch vielleicht Theorien und Ähnliches, um Welt begreifen zu können und dann miteinander zu arbeiten, gemeinsam oder Gemeinschaft zu schaffen. Und das sehe ich als die große Kunst darin an. Also dieses, das nochmal zu betonen, dieses soziokulturelle Zusammensein, dieses Bilden von Gemeinschaften, vernunftbasiert natürlich, zu fördern, das ist die zentrale Aufgabe. Ja. Herr Förster, Sie haben ja Schwerpunkt Geschichte, Bürgermedien, Intus immer wieder beschrieben, auch
auch in vielen, vielen Veröffentlichungen. Mir geht es nochmal um den Charakter von Bürgermedien, die ja authentisch sind, vor Ort sind, einbeziehend sind, also wahrhaft demokratische Orte. Deswegen sind wir auch alle motiviert hier. Welche Eigenschaften aber müssen Bürgermedien in Zukunft noch stärker ausprägen für mehr Reichweite, für mehr noch mehr Einbeziehung, für Wahrnehmung auch vor allen Dingen, wir haben es eben gehört, für mehr Förderung letztendlich auch? Also ich glaube schon, Bürgermedien sollten sich bewusst sein, dass sie gerade auch auf dem Lande und in weiten Teilen der Fläche auch das einzige wirklich glaubhafte und letzten Endes auch seriöse Informationsmedium sind, wenn sie dieses Pfund auch ausspielen wollen. Und da muss man ein Stück weit auch zum Teil auch mal Eigeninteressen in Hauptsendezeiten zurückstellen, was ich immer noch teilweise auch bei Sendern in der Fläche erlebe. Also es gibt ja zum Beispiel, die Niedersachsen machen das ja sehr gut mit ihren Radioangeboten, die sind im besten Sinne dann eben auch Lokalradio. Da hört dann eben wirklich auch in Lüneburg beim Bäcker, derjenige, der seine Brötchen da kauft, das Programm einfach, weil es auch, es ist so gut durchhörbar, es muss nicht formatiert sein wie ein Privatradio, aber es muss den Anreiz bieten, dass die Leute auch dranbleiben und dass sie auch die lokalen Informationen, die Informationen Kultur, Sport und so weiter mitnehmen. Und das ist, glaube ich, eine große Chance. Die Tageszeitung schwächen immer mehr. Wir haben Regionen in Deutschland, in der Prignitz zum Beispiel, gar nicht so weit von hier entfernt, im Norden Brandenburg, da gibt es schon gar keine gedruckte Tageszeitung mehr, weil die Bevölkerung so alt wird und immer weniger Zeitung gelesen haben, dass die Verlage sie einstellen. Und diese Öffentlichkeit, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht in der Kleinteiligkeit abbildet, maximal regional, nicht lokal, die Tageszeitung nicht mehr abbilden, ist eigentlich auch die große Chance der Bürgermedien, neben allen Nischen auch wirklich breite Teile der Bevölkerung anzusprechen und seriös auch mit Informationen, Kultur, Sport, Politik, wie auch immer, zu versorgen. Vielen Dank. Ich habe noch viel, viel mehr Fragen, aber wir müssen zum Ende kommen, damit wir pünktlich in dem ganzen GMK-Forumsprogramm weitermachen können und das rote Sofa nicht verpassen oder Capture the News, um da nochmal Werbung zu machen, nicht zu verpassen. Deswegen jetzt Abschlussfrage mit Bitte um kurze Antwort an unsere Runde hier vorne mit Lene beginnend. Was motiviert euch, was motiviert Sie an dem ganzen Thema Bürgermedien, Medienpädagogik, Transformation, Digitalisierung dran zu bleiben? Was sind die ganz persönlichen Motive? Das ist jetzt Kunst, ne? Ich möchte mal anderes anfangen. Ich glaube, also es klingt jetzt vielleicht zu hoch gestochen, aber es ist eben eine Form der Partizipation und Partizipation gehört zur Demokratie dazu. Ja. Genau. Ich kann mich ähnlich anschließen. Ich sehe die Bürgermedien als Labor, wo man sich ausprobieren kann, einfach auch Fehler machen darf. Ich glaube, so viele Orte gibt es nicht, wo man auch wirklich mal einen Fehler machen kann. Oder wieder darf, machen darf, um sie zu sehen und vielleicht auch dann später zu korrigieren. Ja, daraus zu lernen. Genau. Ja. Diana. Genau, also ich möchte nicht wiederholen, die Sachen, die schon da sind, plus ganz wichtig eben Integration, Inklusion, alle Menschen mitnehmen, dass der Vor-Ort-Austausch, dass sie sich gegenseitig weiterbringen, ist irgendwie so eine totale Stärke der Bürgermedien. Mhm. Schade. Ich kann mich da nahtlos anschließen. Ich glaube auch, das Angebot von 3 bis 99 von der Altersgruppe ist, glaube ich, unschlagbar. Es bietet kein anderes Medium, das ist auch eine Stärke, die man weiter ausbauen sollte. Ich versuche es jetzt ganz kurz. Versuchen wollen, verstehen wollen und gestalten wollen. Ja, klasse. Ja, ganz herzlichen Dank an die Runde, ganz herzlich an Sie und euch. Ich habe das Gefühl, noch so viele Fragen hier, das müssen wir zum nächsten GMK-Forum unbedingt fortsetzen und auch zwischendurch natürlich den Austausch fördern. Herzlichen Dank und weiter geht's im Programm. Ich übergebe. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt kurz sitzen bleiben. Wir machen nur eine kurze Abmoderation und dann geht's in die Workshop. Vielen Dank, Fred Baerbock. Vielen Dank an den Bundesverband Bürgermedien für die Organisation dieses Slots und an die Medienanstalten.